Ja, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ein kurioses, ereignisreiches und vor allem einschränkendes Jahr 2020 neigt sich dem Ende. Und ich glaube, wir haben eine nie dagewesene Humaninfektionskrise noch nicht hinter uns, immer noch vor uns. Und das Wort des Jahres 2020 ist bereits gekürt. Die Corona-Pandemie, allein die Zusammensetzung dieses Wortes, definiert schon das beherrschende Thema des Jahres 2020. Wir mussten uns auch in der Kreisverwaltung intensiv mit dieser humanen Infektionskrise auseinandersetzen. Wir haben zahlreiche Herausforderungen meistern müssen, von dem Gesundheitsamt angefangen, über die Testzentren hin jetzt zu unserem Impfzentrum. All das ist noch nicht überstanden und ich glaube, das Jahr 2020 wird uns alle noch lange in Erinnerung bleiben. Nichtsdestotrotz werden wir im Laufe des Jahres 2021 mit weiteren Herausforderungen zu kämpfen haben. Es wird einen neuen Impfstoff geben und wir werden in unserem Impfzentrum die Verimpfung dieses neuen Impfstoffes dann auch angehen. Das Impfzentrum steht bereit und deshalb ist es zum Jahresende hin Zeit, einmal innezuhalten und auch Gedanken zu machen über eine besinnliche Adventszeit. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innerhalb unseres Hauses haben sich intensiv mit diesem Thema auch auseinandergesetzt. Im Namen unseres gesamten Kreisvorstandes, auch unserer Kreistagsmitglieder, wurden zahlreiche Beschlüsse im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gefasst. Wir haben unser Bestes gegeben. Es konnte nicht immer jeder Wunsch erfüllt werden, auch im Zusammenhang mit vielen Einrichtungen, mit unseren Schulen, mit unseren Kitas. Wir haben neben dem normalen Alltagsbetrieb einiges auf den Weg bringen müssen. Deshalb bitte ich um Verständnis, wenn es mal an der einen oder anderen Stelle gehakt hat. Aber insgesamt, denke ich, haben wir die Krise bis dato ganz gut gemeistert. Jetzt ist es an der Zeit, gegen Ende des Jahres mal Ruhe zu finden im Kreise unserer Liebsten, im Kreise unserer engsten Familie. Das heißt, wirklich über Weihnachten und Silvester in einem harten Lockdown uns an die Vorgaben der 14. Corona-Bekämpfungsverordnung auch zu halten, an Silvester ein bisschen zurückzufahren, auf die Böllerei und auf die Raketenabschüsse zu verzichten und wirklich auch in der engsten Kernfamilie sich zu beschränken. Und dann bin ich sicher, dass wir nach 3 bis 4 Wochen Lockdown dann auch wieder zu den Zahlen zurückkehren, die wir in unserem Gesundheitsamt dann meistern können. Ich will die Gelegenheit nutzen, Ihnen auch alles Gute für das Jahr 2021 zu wünschen. Verbringen Sie im Kreise Ihrer Familie ein paar entspannte, angenehme Stunden über Weihnachten und Neujahr. Und will es auch nicht versäumen, meinem gesamten Team in der Kreisverwaltung ein ganz dickes Dankeschön auszusprechen für ein Jahr, das neben dem normalen Alltagsbetrieb zahlreiche Herausforderungen gebracht hat und die wir auch, denen wir uns auch gestellt haben. Es wurden Überstunden und Mehrarbeit geleistet wie in keinem anderen Jahr. Deshalb meinen ganz besonderen Dank an unser Team, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, allen voran unseres Gesundheitsamtes, unserer Ordnungsbehörde, aber auch aller anderen Abteilungen, die hier wirklich über die Maßen hier ihren Dienst verrichtet haben. Und deshalb eine schöne, gesegnete Weihnachtszeit Ihnen und Ihrer Familie. Alles Gute. Und bleiben Sie vor allem zuversichtlich und, das ist das Wichtigste, gesund.